Verhältnisse und seine Pflege wäre diese Tierart seit langem ausgestorben. Der Fleischbedarf einer Nomadenfamilie wird meist aus dem Kleinviehbestand gedeckt. Alles dreht sich ums Kamel. Prestige, Reichtum, ja selbst das Leben wird an ihm gemessen. Es ist die Währung, in der Nomaden rechnen. Kamele sind der Brautpreis für den Schwiegervater, 100 der Blutpreis für ein ermordetes Sippenmitglied. Kamele dienen auch als Garantie bei Absprachen und Verträgen. Wer geachtet sein will, muss seine Tiere gut pflegen. An ihrer Verfassung misst man den Wert eines Mannes. Ziegen sind in Europa nicht so beliebt. In Afrika verhindern sie das Überhandnehmen von Dornenbüschen und fördern das Wachstum des Grases, was allen Tieren zugutekommt. Um die Ziegen kümmern sich die Kinder. Sie müssen vor allem die Kleintiere von der Mutter trennen, damit Milch für die Menschen übrig bleibt. Somalische Ziegenhäute sind in aller Welt zur Herstellung von Handschuhen begehrt. So werden Riemen hergestellt, mit denen die Strohmatten an den Holzgerüsten der Hütten befestigt werden. Fleisch, das konserviert werden soll, wird ebenfalls in feine Lamellen geschnitten und in der Sonne getrocknet. Diese Arbeiten, auch Wasser holen und Butter machen, gehören zu den Aufgaben der Frauen. Gegen die meisten Krankheiten ihrer Tiere haben die Nomaden Heilverfahren entwickelt, wie dieses Brennen eines Kleinkamels. Natürlich sind die Impfmittel und Medikamente der modernen Medizin wirksamer, doch hier bringen sie keinen Segen. Wenn schwaches Vieh überlebt, wird das Weideland überfordert. Gelegentlich sammeln die jungen Männer vitaminreiche Früchte für ihre Kamele. Im Vergleich zu früher sind diese Nomaden arm. Der Staat braucht Geld und Viehhändler wollen verdienen. Ihr Einfluss hat sich in den letzten 20 Jahren rapide ausgeweitet und die Freiheit der Nomaden beschnitten. Über Wanderwege und Viehbestand können sie immer weniger selbstständig entscheiden. Ein Entmündigungs- und Verarmungsprozess, der kaum noch aufzuhalten ist. Dieses Mädchen will nicht sesshaft werden. Es hat keine Angst vor wilden Tieren. Ja, Löwen und Hyänen mag es sogar. Seit sie Zucker kennt, und das ist noch gar nicht lange her, möchte sie hin und wieder schon etwas Süßes naschen. Aber dafür in eine Siedlung ziehen und das Leben mit den Tieren aufgeben,
Nie. Dank des Kamels konnte der Nomade mit all seiner Habe umherziehen und kannte, außer der Solidaritätsverpflichtung gegenüber seiner Stammesbrüder, keine politischen Zweifel.